Na, pünktlich sind Sie ja. Sie wohnen hier gar nicht weit von Merkel. Dieter Merkel. Wir gehen am besten gleich in die Praxis. Ja. Das wäre hier die Sitzgruppe. Sitzgruppe? Entschuldige Sie, Frau Tietze. Eine Sitzgruppe ist eine Polstergarnitur bestehend aus Polstersofa und Polstersessel. Was Sie hier haben, sind 5 Stühle mit gepolsterter Sitzfläche. Ach. An was für Bezüge hätten Sie denn gedacht? Ich war mit den alten sehr zufrieden. Das ist eine ganz, ganz minderwertige Qualität. Ich meine, ich kann Ihnen das natürlich bestellen, aber da werden Sie keine Freude dran haben. Dann machen Sie doch einen Vorschlag. Wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen. Wissen Sie eigentlich, dass Sie eine große Verantwortung tragen, wenn Sie eine Farbe empfehlen? Bitte. Ich meine, dass beispielsweise eine alleinstehende Frau, die zu Depressionen neigt, sich möglicherweise in einer violetten Sitzgruppe umbringt. Auch wenn sie geblümt ist? Ich meine die Sitzgruppe? Ich berate auch Ehepaare, die gewisse zwischenmenschliche Schwierigkeiten haben. Und ich bin sicher, dass man oft durch neue Möbelstoffe und Farben das Zusammenleben zweier Menschen viel harmonischer gestalten könnte. Ach, Frau Kekse, Frau Tietze, Sie haben nicht ein paar Kekse oder sowas im Haus? Kekse? Ist nicht so wichtig. Ich will morgen ein Ehepaar besuchen und es in diesem Punkt beraten. Die Firma Winkelmann ist seit 63 Jahren... Ich möchte die Beratung dieser beiden Menschen nun eben nicht einer Dekorationsfirma überlassen. Ich möchte da nach modernen psychologischen Erkenntnissen vorgehen. Ich verstehe, was Sie... Nur fehlen mir da eben die Fachkenntnisse der Textilbranche. In diesem Herbst ist Schwarz sehr gefragt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auf solche Vorschläge verzichten würden und mir dafür lieber Ihre Musterbücher überlassen. Die Firma Winkelmann macht Ihnen ein Angebot. Wir besuchen zusammen die Kundschaft, Sie führen die Verhandlungen, die Firma Winkelmann liefert das Bezugsmaterial und Sie kriegen 10%. Sie haben mich schon wieder missverstanden. Ich könnte Sie ja anrufen. Nein, ich rufe Sie an. Oh, Entschuldigung. Ach, Mutti, das passt mir jetzt überhaupt nicht. Und wann passt es dir mal? Wenn ich nicht sofort losrenne, komme ich überall zu spät. War das einer von deinen Bekloppten? Meine Bekloppten sind nicht bekloppter als du und ich. Herr Brösecke hat mich neulich gefragt, was du eigentlich machst. Ich weiß dann immer gar nicht, was ich sagen soll. Diplompsychologin, Gott im Himmel! Dein Vater hätte... Ja, ich weiß, mein Vater war höherer Verwaltungsbeamter. Party, ihr habt doch bei euch auch Mülleimer. Alles durcheinander. Es ist vollkommen sinnlos. Er macht ja doch, was er will. Da kommen Schröders. Ach, das noch. Guten Tag, Frau Tietze. Guten Tag, Frau Schröder. Guten Tag, Frau Tietze. Das ist meine Mutter, Herr und Frau Schröder. Guten Tag. Alles durcheinander. Das ist mein Vater, Herr und Frau Schröder. Knochen, Plastik, Speisereste, Flaschen, Papier, alles durcheinander. Mein Vater hat seinerzeit die städtische Müllbeseitigung organisiert. Als Verwaltungsdirektor. Ja, dann noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sehr nette Leute.